Ich bin die Tochter eines Vaters, der Raumfrachter Kapitän der Galaktischen Republik war. Eine Tochter von vielen anderen Geschwistern meiner Familie. Wir lebten vor mehr als 3500 Jahren vor der Schlacht von Yavin 4 der neuen Zeitrechnung der Galaxis. Ich habe eine Zeitreise gemacht mit meiner Gefährtin Wett von 3500 Jahren in die Zukunft. Nun lebe ich 5 Jahre nachdem der zweite Todesstern des Sith-Imperator Darth Sidious von dem Jedi Meister Luke Skywalker und dessen Vater Darth Vader. Sein richtiger Name war Anakin Skywalker, vernichtet wurde in der großen Schlacht von Endor. Da bist du ja endlich. Sehr gut. Es gibt viel zu tun und die Zeit läuft uns davon. Ich bin Aufseher Tremel. Seit Jahrzehnten beaufsichtige ich nun schon die Prüfungen, um festzustellen, wer des Sith-Ordens würdig ist und wer nicht. Die Prüfungen sortieren die Schwachen aus. Wer sich den Prüfungen stellt, kann entweder überleben und zum Sith werden oder sterben. Ich werde keine Fehler machen. Gut. Ich habe viel riskiert, um dies zu ermöglichen. Du bist nur meinetwegen frühzeitig hier. Ich verlange, dass du mir Gehorsam leistest. Du wirst dich den Prüfungen stellen und mir dienen. Dafür mache ich dich zum mächtigsten Akolyten hier. Das klingt nach einem Plan. Die Prüfungen an sich sind schon schwer genug, aber sie sind bei weitem nicht die größte Gefahr für dich. Hier gibt es einen Akolyten namens Vemrin. Er ist dein Feind und er wird versuchen, dich zu töten. Wir müssen dich darauf vorbereiten. Soll er es ruhig versuchen? Ich werde ihn vernichten. Unter meiner Führung wirst du eines Tages all deine Feinde vernichten können. Das Übungsschwert, mit dem du hier angereist bist, ist unzureichend. Die Klinge eines unbedeutenden Akolyten. Du brauchst eine dominante Waffe. In Adjunta Pauls Grab gibt es eine alte Waffenkammer.
Dort wirst du eine starke Sith-Kriegsklinge finden. In dem Grab wimmelt es von Chlorschnecken, tödliche, bösartige Kreaturen. Du musst schnell und vorsichtig sein. Sie waren das Ende vieler Akolyten. Wenn sie dumm genug sind, meinen Weg zu kreuzen, werfe ich ihnen ihre Köpfe zum Fraß vor. Wenn du die Kriegsklinge gefunden hast, solltest du sie noch im Grab mit Blut tränken. Such mich anschließend in meinen Gemächern in der Akademie auf. Entschuldigung, Akolyt. Sergeant Kormun, 5. Infanteriekommando, Korriban-Regiment. Kann ich mit euch sprechen? Sprecht, Sergeant. Danke sehr. Ihr seid der Akolyt, den Aufseher Dremel hergebracht hat, richtig? Wollt ihr ins Grab, um zu zeigen, was ihr könnt? Und um eine Kriegsklinge für mich zu finden. Nun, hier ist eure Gelegenheit, nicht nur vor den Aufsehern aufzuschneiden, sondern auch Bande zum imperialen Militär zu knüpfen. Ich befehlige hier eine Mission, die Chlorschnecken in diesem Grab zu eliminieren. Das sind schreckliche Biester. Mäuler, die größer sind als euer Kopf. Ich habe 3 Trupps guter Männer bei dem Kampf gegen sie verloren. Sie kommen in Rudeln. Sie verschlingen einfach so einen ganzen Mann. Wenn ihr versucht, mir das auszureden, funktioniert es nicht. Verstanden. Ich hatte gehofft, dass ihr bei meiner Operation helfen könntet, solange ihr da drin seid. Die verdammten Chlorschnecken vermehren sich so schnell, dass man sie nicht mit gewöhnlichen Methoden auslöschen kann. Also haben wir ihre Brutkammern ins Visier genommen. Sie sind völlig durchgedreht. Wir konnten an allen Brutkammern Sprengsätze platzieren, aber die Chlorschnecken haben uns erwischt, bevor wir sie zünden konnten. Vielleicht könnte ich helfen. Unterschätzt diese Chlorschnecken nicht. Sie sind viel schlauer, als sie aussehen.